Guten Tag, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einer neuen Videoanalyse. Heute geht es wieder mal um das Thema Geld verdienen durch Nichtstun, Teil 24. Hier sehen Sie den Teil 23. Damals ging es um den Gold-Ratio-Call und heute geht es um Kaffee. Aber werfen wir erstmal einen Blick auf Gold. Gold hatte ich damals hier an dieser Stelle ungefähr, ja, in diesem Bereich, hatte ich gesagt, wir werden einen massiven Kursrutsch nach unten sehen, weil halt verschiedene Indikatoren das angezeigt haben, die Charttechnik ebenfalls für diese Richtung sprach. Und ich hatte in dem entsprechenden Beitrag, den Sie natürlich auch sich noch zu Gemüte führen können, gesagt, ich würde im Dezember-Kontrakt einen 3 Calls Basis 1,535 verkaufen. Für über 5, knapp 5 Dollar, das heißt, ein Kontrakt hätte einen Wert von 510 Dollar und weil Gold ja vielleicht auch in die andere Richtung gehen kann, einen Call 1,495 dagegen kaufen. Das heißt, wenn also Gold jetzt hier nach oben gegangen wäre, dann wäre sozusagen, hätte dieser Call hier Geld verdient, während diese 3 Calls Geld verloren hätten. Und zum Dezember, das hier ist der Dezember-Kontrakt, hätte man sozusagen diesen Abstand hier noch als möglichen Gewinn verbuchen können, wenn am letzten Handelstag dieser Option, das sehen Sie hier, das ist der letzte Handelstag, sozusagen Gold exakt auf dieser oberen Basis abgerechnet wird. Natürlich ein Schelm, der denkt, das kommt oft vor, das kommt unglaublich selten vor, dass man so eine Punktlandung hinlegen kann mit seiner Analyse und Prognose. Na, nichtsdestotrotz, es ging hier nach unten wunderbar. Jetzt möchte ich noch eins erwähnen, man muss nicht unbedingt diesen 14,95er Call kaufen mit Dezemberlaufzeit. Man kann zum Beispiel auch frühere Calls kaufen mit einer anderen Basis. Hierzu kann man zum Beispiel auch den Oktober Call 14,85 nehmen. Der wurde mit 50 Cent gehandelt. 50 Cent bis 1 Dollar und das heißt, der wird halt 3 Monate oder 2 Monate eher fällig, kostet aber deutlich weniger, weil dieser Call ist ja nur zur Absicherung, falls die Prognose falsch ist und Gold richtig wie hier eine Bewegung nach oben macht. Naja gut, jetzt haben Sie mal gesehen, wie man das alles so umsetzen kann, was passiert. Diese Option, die man für 510 verkaufen konnte, ist jetzt 310 wert, das heißt, bei 3 Stück hätte man ungefähr 600 jetzt in der Tasche, während man bei diesem Call, den man gekauft hätte für 710, hätte man 300 verloren. Also der Verlust beträgt 300, der Gewinn 600 wäre ein kleiner Verdienst von 300 Dollar. Jetzt können natürlich die Schlauberger sagen, hier, da kann man ja den Future, hätte man auch short gehen können. Ja, man hätte das immer machen können. Nur so eine Bewegung von 12,95 bis 12,65 sind 3.000 Dollar. Und das ist wirklich ein schwerer Kontrakt. Wenn man den handelt, dann muss man schon starke Nerven haben. Denn Sie sehen ja hier, was da manchmal für Tagesbewegungen drin sind. Man muss dazu geboren sein, um sowas umsetzen zu können, oder man muss ziemlich viel Kapital haben, damit man es nicht merkt im Depot, dass so eine Bewegung mal in die falsche Richtung geht. Na gut, wir haben jetzt viel gesprochen über eine ehemalige Anlagestrategie. Gehen wir nochmal einen Schritt weiter. Hier hatte ich davor in der Ausgabe Crude Oil rausgestellt. Und da sollte man ja ebenfalls eine Position aufbauen. Können Sie sich alles noch anschauen. Hier sind die Positionen, die man aufgebaut hätte. Und die liegen auch mit 500 bis 600 Dollar im Gewinn. So, jetzt gehen wir zu unserer Strategie des Tages. Schauen wir uns Kaffee an. Kaffee soll nämlich mit 90%iger Wahrscheinlichkeit ab heute bis zum Oktober, 27. Oktober nach unten laufen. Der Dezember-Kontrakt ist das Anlageinstrument und da werfen wir jetzt mal einen Blick drauf. Als erstes mal hier den saisonalen Chart mit 2 verschiedenen saisonalen Linien. Da ist ja Kaffee schon
deutlich nach unten gegangen, nachdem es hier erst passend zur Saisonalität zum Anstieg kam, passend zur Saisonalität nach unten ging, passend zum Anstieg wieder nach oben und dann verließen sie ihn hier. Die kürzere saisonale Linie ab 2003, die Sie hier sehen in Türkis, die hat gesagt, es ist ein Top, während die ganz langfristige Linie gesagt hat, es geht hier noch weiter nach oben. Nichtsdestotrotz, jetzt ist die Frage, soll man nach einem solchen Kursverlust sozusagen wirklich eine Short-Position aufbauen oder soll man vielleicht Calls schreiben, weil es gibt nämlich unglaublich viel Geld dafür. Das ist jetzt die Frage. So, schauen wir uns erstmal Kaffee an im langfristigen Chartbild mit Zyklen. Muss ich mal etwas zusammenstauchen. Das sind die Zyklen. Hier haben wir eine Bewegung von 115 bis 200 gesehen. 100%. Jetzt wurde korrigiert. Jetzt ist die Frage, soll man hier wirklich short gehen, nachdem diese grüne Unterstützungszone gestern erfolgreich verteidigt wurde? Wir sehen hier einen Doji. Wir sehen hier übrigens auch einen bullischen Abwärtskeil. Soll man hier short gehen in Calls oder im Future? Ich weiß es noch nicht. Ich bin da noch etwas unsicher, weil wir haben ja hier in diesem Bereich auch ein Zyklustief. Und ein Zyklustief bedeutet ja, hier kann es zu einem Boden kommen, möglicherweise zu einem Bruch dieser Trendlinie nach unten. Und erst wenn der Streubereich ab dem 10. unterschritten wird, das wäre dieser Tiefpunkt hier, dann ist dieser Zyklus falsch und dann geht es weiter nach unten. So, schalten wir mal um auf den Wochenchart, ob wir da was erkennen können. Naja, hier erkenne ich eigentlich wenig. Ich schalte mal um auf den Monatschart, der sieht ja schon wesentlich besser aus. Da sehen wir, diese Widerstandszone wurde überschritten, gestern getestet. Wenn es also zu einem Kursrutsch wirklich unter dieses Tief kommt, dann wäre das eine Rücknahme des Ausbruchs nach oben und möglicherweise wird dann auch diese Unterstützung hier bei 148,50 erneut nach unten verlassen und dann geht es wieder in Richtung Tiefs bei 100. Das wäre ja dann ein Kursverlust von 50, also wer weiß, wie lange das dauert, aber das ist jetzt erstmal ein Eindruck anhand des Chartbilds. So, jetzt schauen wir uns mal an, ob es vielleicht irgendwelche Punkte gibt, die uns Hinweise geben, dass diese Bewegung wirklich nur eine Gegenbewegung war. Aus diesem Grund habe ich jetzt hier mal die Fibonacci Retracements, die füge ich jetzt hier mal ein. Hoch und tief, und da sehen wir, das Hoch kam buchstäblich perfekt im Bereich eines 50% Retracements. Der Kurs ist wieder unter das 38% Retracements gerutscht und eigentlich von dieser Seite her könnte man schon eine Short-Position aufbauen. So, jetzt ist natürlich die Frage nach einem solchen, die Volatilität ist ja sehr hoch. Ist die Frage, fährt man jetzt hier besser mit Optionen oder mit dem Future selbst? Dazu blenden wir jetzt mal auf den Dezember-Kontrakt. Das ist ja dieser Kontrakt, der sozusagen dafür zuständig war in dieser saisonalen Tabelle. Und da sehen wir hier, haben wir die Commitment of Traders Daten. Da sind die Anleger, was heißt die die Großanleger, die Commercials sind massiv short, die sind natürlich schon seit hier short, haben ihre Short-Position hier am Top noch ausgebaut, haben etwas zurückgekauft. Die sind also immer noch sehr bärisch eingestellt. So, schauen wir uns jetzt an die saisonale Linie. Die kommt jetzt hier gleich. Hier haben wir sie, die saisonale Linie, die sagt, wir alles, was wir jetzt hier gesehen haben, naja, sehen wir ja eigentlich gar nicht im Dezember-Kontrakt, soll saisonal nur eine Gegenbewegung sein und ab jetzt oder vielmehr ab den nächsten Tagen soll es weiter nach unten gehen mindestens bis zum August dieses Jahres. Also man kann auch hier in diesem Chartbild sagen,
ein Short-Signal wird erst generiert, wenn diese grüne Unterstützungszone bei 172, würde ich jetzt mal sagen, ja, 172 unterschritten ist. Dann würde man sagen, man soll den Future Short gehen. Wenn man aber Optionen handelt, muss man sagen, dann wäre eventuell eine Option hier oben im Bereich von 300 empfehlenswert. Diese Option bringt momentan 1000 Dollar. Man kann natürlich auch noch deutlich höher gehen. Schauen wir mal, was es für eine Option gibt. Wenn es überhaupt Optionen gibt mit Basis 340, die ist natürlich vielleicht noch deutlich sicherer, weil wenn ja Kaffee nach oben geht, dann geht es ja, wie wir gesehen haben im letzten Jahr, oder Jahresanfang, sehr, sehr schnell. Das wäre zum Beispiel, diese zwei Optionen wären die Wahl der Stunde, um eine Position aufzubauen. Die Laufzeit ist natürlich sehr lang. Sicherheitsleistung ist ungefähr 3000 Euro. Aber dann könnte man auch eine Gegenbewegung aussitzen, wenn die denn jetzt hier startet. So, und jetzt werden natürlich manche Leute sagen, die Unterstützung ist erreicht. Der Kurs ist ja schon deutlich zurückgekommen, um fast 30%. Da werfen wir mal einen Blick auf letztes Jahr. Und im letzten Jahr habe ich hier mal den gleichen Zeitraum markiert, in dem wir jetzt sind. Und da sehen Sie, damals war ja auch Kaffee schon seit längerem im Abwärtstrend, hat hier eine Gegenbewegung aufgebaut. Wenn man also davon ausgeht, dass ein niedriger Kurs sagt, es geht nicht mehr weiter runter, dann gibt es auch Ausnahmen, und das war letztes Jahr im Kaffee der Fall. Kaffee ist von 133 auf 100 gefallen, nochmal 30% nach unten. Und wenn wir jetzt mal überlegen, was 30% als Kursziel im Dezemberkontrakt nach unten bedeuten, dann müssen wir sogar davon ausgehen, dass im Dezemberkontrakt eventuell diese Aufwärtstrendlinie wieder mal unterschritten wird. So, meine Damen und Herren, das war's wieder mal aus Bobs Analystenstube. Wer also nicht unbedingt eine Position aufbauen will oder kann oder denkt, hier könnte es noch eine Gegenbewegung weiter nach oben gehen, der kann sich diesen Rohstoff mal auf die Warteliste legen und ständig beobachten. Ich denke, es gibt unglaublich viel, wenn die Kurse hier stimmen, für Optionen. Man muss natürlich diese Optionen dann auch zu dem entsprechenden Kurs verkaufen können. Der Markt ist da ziemlich eng. Man muss da wahrscheinlich mehrere Tage abwarten und einiges am Preis drehen, bis man da reinkommt, weil im elektronischen Handel ist der Umsatz sehr dünn. Aber nichtsdestotrotz, diese Trading-Idee wollte ich Ihnen präsentieren, nicht nur, weil es für die Optionen sehr viel Geld gibt, sondern ganz einfach, weil die Saisonalitäten nach unten zeigen, und wenn es hier zur Unterschreitung dieser grünen Zone kommt, dann geht es nicht nur saisonal weiter abwärts. Ein weiterer Grund war, dass ein Leser mich angeschrieben hat, dass ich mal wieder so eine Kaffee-Analyse machen soll. In der letzten Analyse hatte ich ja gesagt, es könnte in Richtung 300 gehen. Das war natürlich hier falsch. Nachdem dieser Ausbruch nach oben kam, kam nicht mehr viel, und dann ging es nach unten. Aber auch hier gilt dann wieder mal bei dieser Analyse, alles, was ich sage, selbst überprüfen, kann falsch sein, ist nur eine Handelsidee, die Sie selbst dann irgendwie nochmal für sich umsetzen müssen. Mein Name ist Thomas Bob, und wie gesagt, bedanke ich mich für Ihren Besuch in Bobs Analystenstube. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.